Jetzt, ich hab das hier gedrückt, ne? Warum? Das war doch richtig gewesen. Oder nicht? Hä? Der Zombie. Man kann es doch nicht grinden, weil die Zombies nicht mal spawnen. Leute, was ist denn von all den Farben hier? Kann das mal bitte einer in den Chat schreiben? Was ist denn von all den Farben hier blutrot? Eurer Meinung nach. Nämlich keine Ahnung. Das Spiel muss am 18 sein. Blut. Blut everywhere. Das ist doch Ketchup-Blut, das ist doch gar nicht Dick-Blut, das ist Pixel-Blut. Das darfst du eigentlich nur gar nicht gucken, Azorian, du. Kleiner Wicht, du. Nein. Nein, nein. Sag mal, ups. Ist Kohax weg, oder wie? Anscheinend schon, sieht so aus, irgendwie. Stimmt, bin der jetzt 8. Kann mir aber sagen, was das hier blutrot ist, bitte. Ich will nicht extra in den Maker nachgucken. Das Weiße. Danke auch. Der Wichser, du. Ich meine, das ist ja noch nicht mal eigentlich helle Rosa. Das ist eigentlich auch weiß, meiner Meinung nach. Aber der Entwickler denkt sich da irgendwie was anderes. Der Entwickler ist einfach doof. Der ist ja dumm im Kopf. So. Da sieht man alle Farben. Warum ist es immer noch so heiß hier, Alter? Gibst du mir einen Tee? Weil du müsstest den scheiß Ventilator an und außen ist es heiß. Also die Hinweise hießen ja Farben des Sonnenuntergangs. Erst zartes Rosa, dann Blutrot. Zartes Rosa habe ich schon aktiviert. Das war anscheinend auch richtig. Sonst hätte sie ja am Anfang ein Zombie gespawnt. Ist ja erst mal zweimal gespawnt, als ich den doch mal angesprochen habe. Aber was ist wieder Blutrot? Dann muss ich das rumprobieren, bis zum geht nicht mehr. Gut, das baue ich am Dienstag auch ab. Wochenende bis auf 35 Grad und am Dienstag 20 Grad. Keine Ahnung. Müsste ich mal gucken im Internet. Bitte. Ach, nein, Türen hin. Nicht Steinach, sondern Steinbach verdammt. Also, morgen 14 bis 22 Grad, mittags, 22 bis 26 Grad und 22 bis 27 Grad. Wo kann man jetzt den nächsten Tag angucken? Es liegt eine Vorabinformation zu erwarteten Unwettern vor. Keine Ahnung, heute waren es hier 30 Grad, aber wie es Tiger aussieht, weiß ich leider nicht. Wo bin ich denn hier? Ach nee, das ist, wo ist denn der? Wo ist mein Kreis? Ah, Rheinland-Pfalz oder wie? Rheinland-Pfalz, das ist nicht. Rheinland-Pfalz hat
Hunderte waren noch. Hallo? Ja. Wie krieg ich denn jetzt die? Ach, scheiß drauf. Aber Leute, hat keiner von euch eine Ahnung? Schreibt doch mal in den Chat, was ich hier jetzt anklicken kann. Ich will nur dumm rumprobieren, das ist das Problem. Ach, dann probiere ich halt dumm rum, wenn ihr alle so faul seid. Also, wie kann man sich. Ja, komm, wie kann man sich nur so Kackgeräte einfallen lassen, ey, ganz ehrlich. Was für ein Dreck. Ist jetzt wieder ein Zombie gespawnt? Irgendwie spawnen die doch noch. Habe ich das Gefühl, aber nicht so richtig. Genau. Bei uns in Österreich waren es letztens vor die Überschwemmungen ein kranker Scheiß. So. Passiert. Sag mal, will mich das Spiel verarschen? Willst du mich verarschen oder was? Geh mal auf den Weg und vorne Fotze, Alter! Boah! Drecks! Vibe! Also bei sowas werde ich erst recht müde, ne? Also am Rotz hier. Sag mal. Fotzenhype. Naja, zu Rion, du immer. Dein Schimpfwörter. Was? Ach du Dreckstöter! Dreckstöter! Nein! Oh, das ist ja knapp, Alter! Heilung. In der Leadskill? Da kann ein harter Bitch-Slap halb fluchen, tue ich immer eben gern. In der Leadskill. Ja, Invalid Skill, aber warum das? Nein, kein Vollbild, verfickte Mistkacke hier. Faces of Death. Error of Death. La! Ist ein Vieh rumgeht. Ich hoffe, ich halte auf meinen Rücken ein Vieh. It's Ring of Death. Ich hab nicht euer fucking Ernst jetzt. Ich hab nicht gespeichert. Nein, Hype. Ich hab wahr gemacht, nicht heil. Nein. Ich hab wahr gemacht. Nicht nein. Ich würde ja sagen, dass wir erstmal mit den Spielen eine kurze Pause machen und dass wir erstmal. Ich habe ja noch eine Stunde. Ich habe ja noch andere Spiele. Und bin noch anderen Trash. Ich habe ja auch noch was, was das. Aber total. Also so richtig, wo hoffentlich fast kein Gameplay mit dabei ist. Ich hoffe es zumindest mal. Ich drehe uns noch durch. Bei dem Mistdreck hier. Dieses Spiel ist so. Oh. Falscher Ordner, so. Fucking Ernst! Sicherungen. Falsch, so D. Ich denke nämlich gerade an ein ganz bestimmtes Spiel. Nein, nicht Force! Und auch nicht an Legion of Chaos! Scheißra! Fresse halten und dicht! So. Nein, sondern. Aua, nicht juckt's, nicht aua. Warum hast du mich gerade gejuckt? Besonders. Ja, genau, da haben wir es doch. Wir verschieben. Wir zwar schon wieder ein neues Spiel an, aber ich glaube, das ist nicht allzu lang. Das hatte gerade mal 120 Maps, sagt er, ist es nicht lang. Ja. Ah, yes.
Chrono Trigger, Laro schlägt zu. Laro schlägt zurück. Und jetzt sind die Maps dann alle riesengroß. Die Spielstände sind übrigens nicht von mir. Nein, die sind nicht von mir. Made by Namek Gohan. Da habe ich aber den Ersteller. Hast mir jetzt bitte an ihn und nicht an mich, ne? Laro schlägt zu. Oh, mein Nightmare. Nein, haben wir schon genommen. Little Boss. Alter Scheißra, willst du mich verarschen? Du siehst es doch da, ganz breit, in deinem blöden OBS-Fenster. In deinem blöden Schrumpffenster. Ich drehe schon, ich drehe weiter durch. Ein Fangame zum Chrono Trigger. Ich kenne es halt Chrono Trigger nicht, aber scheiß drauf, ich kenne es nur grob. Ich weiß, worum es geht in der Story, aber ja, ich hoffe, ihr kennt es auch einigermaßen. Ich kann jetzt nicht die Story so zusammenfassen. Es geht, na gut, ich kann es zusammenfassen. Es geht um einen Alien, der das die Erde angegriffen hat im Jahre 2000 oder so. Und das, wo die halt jetzt versucht haben, das mit durch Zeitreisen rückgängig zu machen. Das ist halt die Zukunft, weil die kommen eigentlich aus dem Jahre 1000, glaube ich, die Heldengruppe. Ja, dass sie halt da, dieses Alien zerstören wollen. Chrono Trigger ist kein schlechtes Spiel, es ist ein sehr gutes Spiel. Laros, ich mache einen Schreibfehler, da fehlt das Ad-Fehler. Lavados. Nein, Laros heißt wirklich Lavos. Das hat nichts mit Lavados zu tun. Dann kommt Akt, dann macht Lavados Platz. Wo Lavos.dos. Ja, das ist viel. Arctos. Arctos. Ich hab das Arctos gleich gelesen. Dicke mir mal. Intro überspringen? Nein. Wir wollen uns alles von diesem geilen Machtwerk angucken. Vor gar 100 Jahren besiegte ein junger Mann namens Chrono mit seinen Freunden Mal, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Male, Luca, Frog, Roo, Ayla und Magus. Mit dem Meteoroid Laros und sicherten so den Frieden von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ausrufezeichen. Laros ist kein fucking Meteoroid, es ist ein fucking Alien. Chrono und seine Freunde führten so ein friedliches Leben. Doch seit drei Tagen herrscht das totale Chaos auf Erden. Und für dieses Chaos gibt es nur eine Erklärung. Laros ist zurückgekehrt. Ja, wenigstens ist es die Schrift lesbar. Ja, wenigstens das. Stellt euch vor, ich hätte nicht den Schriftsatz installieren, wäre es dann noch schlimmer. Oh man. Dot Damage over time. Oh man. Nein! Punkt. Mensch, Nirvan. Die sind nicht hier in LoL oder in Dota oder StarCraft oder Counter-Strike oder was es nicht alles gibt. Eben einen komischen Competitive-Kram da hier. Das wird hier nicht gespielt. In diesen 100 Jahren ist viel geschehen. Ja, weil es auch 100 Jahre sind. Chrono ist schon seit 11 Jahren ein Herz. Gestorben. Er hat zu sagen gestorben. Und was seine Freunde angeht, ist unklar. Ach so, sag es doch. Der Held, der die Welt gerettet hat, ist an Herzversagen gestorben. Und in dem bisschen. Naja. Das ist das Ende der Geschichte. Chronos Tod würde praktisch heißen, dass die Welt verloren sei. Doch zum Glück besaß Chrono einen Sohn namens Lupin. Er besaß einen Sohn. Hat keinen Sohn gezeugt, er besaß einen. Er hatte wahrscheinlich auf einen Sklavenmarkt erworben. Oh man, the fuck.